Ich möchte gerne. Ich muss dafür auf die Wurzel, ne? Okay, auf die Wurzel bringt nichts, aber ich kann jetzt hier hin. Hier finden wir doch irgendwas Tolles. Nice shack. Ja. Okay, now wait, what? Doch, es hackt, Kollege. Er und das Schwein kämpfen zusammen. Das ist voll gemein. Ich darf nicht mit dem Schwein kämpfen. Das Schwein hat mich das einmal im Stich gelassen. Und ich musste es töten. Mist, ich habe mich getroffen. Au. Immer diese aggressiven Keiler, ey. Au. Bitte, ich flehe euch an. Was denn? Ja, sprich doch. Bitte, ich flehe euch an. Na komm, okay. Nun gut, wir werden deine Viecher verschonen. Ah, danke. Schön, wie ich mich hochheile. Mhm. Warum hast du denn überhaupt all diese Tiere hier? Vor langer Zeit habe ich einmal ein verletztes Tier gerettet. An den Grund kann ich mich nicht erinnern. Ich bin eine Maschine, dass sie begann, mich zu mögen. Es folgte mir auf Schritt und Tritt. Wir spielten zusammen, wann immer es möglich war. Es war warm. Es machte mich glücklich. Interessant. Und immer, wenn ich jetzt ein schwaches oder verletztes Tier finde, bringe ich es her. Und ich um. Ich kümmere mich um sie, bis sie wieder gesund sind. Danke, dass ihr sie verschont habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder besucht. Ihr seid jederzeit willkommen. Tierliebende Maschine. Wir werden sehen. Oh, Aufgabenbelohnung. Das war eine Aufgabenbelohnung. Ja, okay. Dass es eine Aufgabe ist, das habe ich jetzt hier erwartet. Wahrscheinlich beschützte Tiere. Ja. Wir würden uns freuen. Ist er jetzt einfach. Alles klar. Was, wenn ich ihn jetzt hier einfach angreife? Ich lasse es. Ich bin nett. Okay. Eine tierliebende Maschine. Das gibt's auch. Interessant. Ja. Dann wollen wir mal weiter den Wald von Idioten befreien. Hallo? Ich hänge am Stein fest. Okay, alles klar. Ja, der Forest King und bla bla bla. Wagst du mich anzugreifen? Du wagst mich zu attacken? Wie ein Titan? Wenn ich eben was zu looten? Keine Ahnung. Warum hauen die ab? Na komm her, Mongo. Erledigt. Da ist schon wieder eine Gruppe an Idioten zusammengekommen. Okay. Eigene Markierung. Ach, die ist... Hallo? Die Markierung ist sehr weit unten. Ich will da trotzdem hin. Komm, wir gehen mal Richtung Markierung. Okay. Fick dich. Was auch immer das jetzt sollte, ich habe keine Ahnung. Aufgaben. Aktiv. Maschinenprüfung 2. Widerstandsschwinden und suche den Ort, den die Wand der Lagerhalle beschreiben. Kalkopsforschung. Aha. Ja, ja. Okay. Ich will mich da gerne umgucken. Einmal meins. How are we supposed to reach that castle? Hey, jetzt aber weit runter. Wir gehen mal einen anderen Weg. Ich vermute mal, wir müssen einfach da hinten, da unten auf der kleinen Minimap weiter nach unten gehen. Da ist, glaube ich, dann die Brücke.
is with these guys. Don't listen to what they're saying, 2B. Ja, sagst du so leicht. Gerade der immer so neugierig ist, sagt, soll nicht darauf hören, was sie sagen. Interessant. So. Erstmal alles einsammeln. So, das Gute ist, wir kriegen hier echt viel Geld raus, wenn wir die Deppen immer wieder kaputt schlagen. Okay. Nice. Wir finden auch viele Plugins und so weiter. Das ist auch toll. So, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Vielleicht, ja, da rechts kommen wir zu der Markierung. Sie ist doch nicht da unten, wo ich es erst vermutet habe. Okay, kann ich da außen vielleicht dran entlang? Oh, eine Leiche! Schadensaugen erhalten. Alles klar. Schön, dass ich immer wieder mal verstorbene Yorha-Einheiten finde. Ah, wir können hier tatsächlich her. Der rennt hier wieder völlig wirsch umher. Na, Elchi? Lumpi, sollte ich wohl eher sagen? Lumpi, der Elch aus Happy Tree Friends? Ja. Guter, ein ganz, ganz guter. Ah, hier muss ich längs. Okay. Der Hirsch zeigt mir den Weg. Das ist sehr toll. Wieder so was Verstecktes, wie am Anfang vom Let's Play, falls man sich noch erinnert. Da haben wir ja in der Wüste, war das, glaube ich, diesen Weg nach unten gefunden. Gut, dass wir uns am Pott festhalten können, um langsam runterzugleiten. Weil das ist hier, glaube ich, auch nötig. Langsames Gleiten. Das Gute ist... Ah, das wäre so eine verschlossene Kiste. Einfach für die Quote. Da! Das Gute ist, wir können ja auch wieder hoch. Sehr geil. Okay. Hi. Eine Aufgabe. Schluchtmaschine. Oh, ihr seid Androiden, oder? Und dann seid ihr bestimmt hier, um mich zu töten. Ich habe lange genug gelebt. Meine einzige Bitte, lasst mich nicht zu sehr leiden. Warum greift ihr nicht an? Weil du überhaupt nicht kämpfen willst. Du bist wie die Maschinen in Pascals Dorf. Wenn du uns nicht zu schaden versuchst, haben wir auch keinen Grund für einen Kampf. Ihr kennt Pascal? Ach so. Und trotzdem solltet ihr wohl besser vorsichtig sein. Wieso? Manche von uns sind gewalttätig. Wir haben keine Kontrolle über sie. Sie greifen alles an, was ihnen über den Weg läuft, egal ob Freund oder Feind. Viele dieser Maschinen befinden sich in der Schlucht vor uns. Ihr wäret gut beraten, Abstand zu halten. Herr des Tals, angenommen. Machines attacking indiscriminately. Proposal. Unit 2B should eliminate the hostile machines. Alles klar. Diese Maschine möchte nicht kämpfen. Okay, es ist, glaube ich, nicht gut, da runter zu hüppeln. Viele Maschinen vor uns. Okay. Oh! Defekter Schlüssel erhalten. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich kann einmal draufhauen. Ah, okay. Ah, jetzt kommen wir hier auch durch. Wo genau sind wir? Ach, jetzt geht's wieder, oder was? Fick dich doch. Aktueller Standort. Okay. Herr des Tals. Wir kommen dann unter der Brücke durch. Oh, das ist cool. Wird jetzt auf jeden Fall weitergehen. Alles klar. Hier sind sie also aggro unterwegs. Da kommen die Ersten. Interessant.
Level 25, das ist ja noch human. Ja, Mann, endlich geht's wieder, dass wir die in die Luft jagen. Also schmeißen und dann draufhauen. Mal hier in Ruhe ballern. Ah, geil, danke. Meins. Da riecht noch ein bisschen was. Alles meins. Komm, wir machen das Ding hier. Ist er kurz geruckelt? Nicht gut. Nein, erst du schaffst das schon. So, hast du gut gemacht, Junge. Bin stolz auf dir. Ein Chip. Waffenangriff plus 1. Alles klar. Ah, hier, guck mal. Oh, was ist das denn? Okay. Okay, wo bin ich hier? Ich kletter mal hoch. Ein Aufzug hier? Einfach hier unten? Das ist merkwürdig. Okay. Aber interessant. Hier sind wir. Ach. Leck mich am Arsch. Es gibt eine Abkürzung nach hier unten? Ernsthaft? Von der Brücke aus? Wirklich? Gut versteckt, muss man sagen. Wirklich gut versteckt. Das ist ja voll gut. Egal, Mann. Ein kleines Secret gefunden. Wie cool. Das ist echt cool. Ich finde das echt cool. Ich habe mir nie was dabei gedacht, wenn man da so guckt. Komm, wir nehmen den dicken Penner auseinander und dann gehen wir wieder nach unten. Den Spaß gönne ich mir jetzt. Level 22, ich bitte dich. Wie lachhaft ist das denn? Bin ich ja Besseres gewohnt. Die hauen gerade die Kohornis aus der Hose. Hast du das gesehen, Mann? Erledigt. Los, mach bumm. Na los! Ah, war Schrotthaufen. Okay, cool. Ich würde jetzt gerne einfach hier runterspringen, aber ich glaube, ich lasse es lieber und gehe normal den Weg entlang. Ich möchte nicht riskieren, einfach so zu sterben. Ich meine, wir können jetzt zwar nach unten, aber man muss es ja nicht übertreiben, ne? Dieser Fahrstuhl, dass da ein Fahrstuhl in dem zerklüffelten Gebiet hier ist, ist ein bisschen merkwürdig. Könnte vielleicht durch ein eingestütztes Hochhaus dahin gekommen sein, aber ganz ehrlich, so intakt, das passt nicht. Ist aber irgendwie cool. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist voll geil. Na dann. Auf nach unten. Irgendwie cool. Ich feiere das gerade ein bisschen. Jetzt machen wir erstmal hier ganz normal weiter. Wir haben nämlich eine Mission. Wir müssen den Herr des Tals kaputt schlagen, habe ich gehört. Wenn ich es so angucke. Look at all the corpses. Is this some kind of graveyard? Ich will mal ja sagen. Scheint wohl auch
Maschinen einfach anzugreifen. Interessant. Freund und Feind und so weiter, ne? Da hinten sind wieder Feinde. Ah. Watch out. They're still alive. I'm on it. Interessant. Die tarnen sich als tot. Schön, dass sie so in einer Linie stehen. Aber ich bin doch ausgewicht. Ausgeweicht. Mann. Du entkommst mir nicht. There's more. What's it saying? Don't listen to it, Tubi. Okay. Kannst du gerne. Was? Stufe 50? Ernsthaft? Okay. Herr des Tals. Ja, ist auf jeden Fall ein Herr. Da müssen wir aufpassen. Eisenerz gefunden. Schön. Ah, ich habe eine Leiche gelootet. Perfekter Zeitpunkt. Bringt der was? Tatsächlich. Ich glaube, ich war beim Gatling. Alter, das kann jetzt dauern. Ich würde mal sagen, wir spulen das einfach vor. Thank you.
So, jetzt reicht's aber auch mit dem Gespule. Entweder habe ich jetzt vorgespult oder ich habe es einfach rausgeschnitten. Ich bin jetzt, glaube ich, seit fast einer halben Stunde dabei, den zu bearbeiten, inklusive mir mein Plug-in-Chip mit Angriffschips nochmal überarbeiten. Ich habe da alles reingepackt, was meine Angriffe verstärkt, egal ob Waffen oder Geschoss. Und Alter, wir machen schon deutlich mehr Schaden, aber es dauert trotzdem so ewig lange. Und der blöde Honk, der Herr des Tals, verbraucht ganz schön viele mittlere Erholungen, weil ich immer wieder welche brauche, weil wenn er mich ein, zwei Mal trifft, dann bin ich fast tot. Ein, zwei Mal hintereinander übrigens. Und hier, wir haben ja gerade mal halb so viele Level wie er und wir haben ihn nach fast einer halben Stunde ungefähr erst hier hingekloppt. Meine Fresse. Es frisst unglaublich viel Zeit, aber es wird sich, glaube ich, lohnen, ihn kaputt zu schlagen. Auch immer wieder schön fleißig die Klingen, weil unser Pott dann ordentlich reinschnetzelt. So, wir haben ihn auch gleich erledigt. Oh, wird aber auch Zeit. Ich seh übrigens auch nicht die Abklingzeit von meinem Pott. Was daran liegt, dass ich die ganzen unnötigen Hard-Chips rausgenommen habe. Einfach nur, damit ich noch mehr Damage austeilendes Gelumpe mitnehmen kann. Oh, Alter, mir tut auch langsam der Finger vom ganzen Button-Gesmasche weh. Das ist, hui, grenzt schon an E-Sports. So, wir nehmen nochmal den hier. Unseren Kling-Pot, also unsere Kling für den Pot. Oh, die letzte LP-Anzeige wird wohl auch noch gleich leer sein von dem dicken Kompozyten hier. Die Autoheilung ist ganz gut. Da brauche ich nicht jedes Mal eine Erholung fressen, sobald ich einmal getroffen werde. Ich nehme nur noch eine Erholung, wenn ich zweimal hintereinander getroffen werde. Und jetzt macht er wieder den hier. Für eine Schockwelle quer über den Boden. Aber das bringt ihm nichts, weil ich einfach springe. Der Kampf ist auch mühselig. Von da hinten bis hierhin habe ich ihn schon getrieben, in der Hoffnung, ihn endlich mal für sich zu haben. Na komm. Ich habe erst am Anfang befürchtet, dass er sich hochhält mit Zeit, also hin und wieder. Aber das macht er zum Glück nicht. Das wäre sonst im Moment nicht machbar für uns. Ja! What was with that thing? It was talking. Maybe that machine who sent us here knows something about this. We should try asking her. Oh, Halleluja. Okay, that should be everything we need to repair the machine. Toll, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich da eingesammelt habe, verdammt, weil ich den entsprechenden Textlog-Chip nicht drin habe. Halt, ausrüsten. So, hier, guck mal, ne, da habe ich gleich schwerer Angriff, ist erstmal um 290 stärker. Der normale Angriff ist um 277 stärker und ich habe auch mehr LP reingeklatscht. Meine Fresse. Boah, das war jetzt aber auch, boah, das gedauert.